Breaking News. Guckt mal, was ich heute in der Post hatte. Tada! Ja, ja. Finally, endlich, die beiden Big City Life Paletten, nach denen ich jetzt schon, keine Ahnung, 6 Wochen rumgerannt bin. Und wie ihr dem Vorspannen schon entnehmen konntet, ist das ja nicht mein Verdienst, sondern der lieben Steffi, die mich tatkräftig in meiner LE-Verrücktheit unterstützt hat. Ja, und sich extra auf den Weg gemacht hat, um diese beiden Paletten für mich abzustauben. Und zwar wollte ich ja unbedingt einmal haben die Berlin-Palette und die New York-Palette. Ja, schlimm genug, dass sie schon, wie gesagt, sich die Zeit ans Bein gebunden hat, um die Sachen für mich abzutun. Um mich vollends zu beschämen, hat sie mir einen zauberhaften, netten kleinen Brief noch mit dazugelegt und außerdem zum einen von Tammany, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, aber ich werde sie gleich mal fragen, wo sie die her hat. Ein paar Kräuteraugenpads, natürliche Augenpflege, stärkt, erfrischt und strafft. Ja, und das ist bei mir ja dringend notwendig. Und außerdem hat sie mir noch 2 Essenslacke mit dazu gepackt. Einmal Just in Case, ist ein Bronzeton. Und dann noch Where's the Party? Der sieht so aus wie der Iron Mermaid von Catrice, also auch so ein Öl-Slick-Lack. Ja, wie sie mir geschrieben hat, da sie beruflich leider keinen Nagellack tragen kann, was ja für mich ein Drama wäre, aber sie eben so gerne oder beziehungsweise da einfach nicht dran vorbeigehen kann, wenn sie dann mal was Schönes sieht, hat sie mir die auch noch dazu gepackt. So, ja, 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 jetzt bin ich, wie gesagt, Asche auf mein Haupt. Danke, 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 danke. So, ich bin begeistert. Das war wirklich herzallerliebst von dir, Steffi. Jo, ich zeige euch einfach mal kurz die beiden Schmuckstücke. Na, einmal gut eingepackt. Schwipp. Das ist einmal Berlin. Und ich würde sagen, das ist ja so eine neutrale Palette. Und New York ist eher so die kühle Variante mit den typischen, also für mich typischen Farben, an denen ich eben immer nicht vorbei kann. Und zwar, schwupp, sieht die so aus. Schön mit viel Violett und Blau und auch die Blushes finde ich ganz toll. Jo, die Aufmachung ist auch sehr hübsch, wie ihr sehen könnt. Sehr nette Verpackung. Mal gucken, wie der Kajal ist. Kajals habe ich von Catrice noch gar nicht ausprobiert. Da bin ich auch mal gespannt. Schwupp. Und dann gibt es hier noch so ein putziges kleines Pinselchen dazu. Ah. Aha. Also einmal so ein Schwammapplikator. Und dann so ein richtig kleines Bürstchen. Für unterwegs sicherlich ganz praktisch. Das Rouge hier sieht auch bedeutend kühler aus als in der Berlin-Palette. Das ist nämlich da eher so bronzermäßig, würde ich sagen. Ich hoffe, das kann man bei dem Licht irgendwie so erkennen. Ja, das dazu. Achso, Steffi, by the way, du hast mit deiner Heldentat nicht nur einen Menschen glücklich gemacht, nämlich mich, sondern, liebe Lia, das Ding geht dann postwendend an dich. Ich hoffe, du freust dich. Ja, es gibt ja noch mehr beknackte, ne? Ich bin ja nicht die Einzige, die Gaga ist, wenn es um LEs geht und Paletten und Sachen, die man nicht gleich in die Finger bekommt. So, was hatte ich denn dann? Ach ja, was bei der ganzen Big City Life
Drama-Aktion hinten übergefallen ist, ist, es gibt ja noch eine andere neue LE, und zwar die Welcome to Las Vegas. Und aus der habe ich mir mitgenommen einmal den Puder, den ich so ganz putzig fand. Das ist halt wirklich wieder so ein typisches Verpackungsding, muss ich sagen. Also, achso, dieser Imprint da ist natürlich rutzputz weg, wenn man da irgendwie einmal drüber geschmunzt hat. Aber so zum Angucken finde ich das hier ganz toll. Dann ist noch mitgekommen ein Nagellack, und zwar Alluring Night. Das ist so ein Mitternachtsblau mit Silbereffekten. Schwupp. Und der Eyeliner. Auf den war ich nämlich gespannt. Der Liquid Liner. Called Drama Queen. Oh, das passt auch. Das ist so ein Schwarz mit Goldschimmer. Ah, nur kurz wegen einem kleinen Shakeball da drin. Und den fand ich echt total interessant. Hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen dachte ich mir, spontan nehme ich den doch noch mal mit. Habe ihn bis jetzt noch nicht getragen, kommt aber demnächst. Ich war mir noch nicht so ganz sicher, weil er ja doch einen ziemlich kräftigen Goldton hat. Wozu ich den jetzt am besten trage, damit er irgendwie nicht mit dem Lidschatten konkurriert. Mal gucken. Wird sich sicherlich irgendwas Passendes finden. Aber so erstmal sehr schön. Nette Idee. Ja. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Also falls ihr die jetzt noch sehen solltet, die ist ja, glaube ich, seit letzter Woche draußen. Ich glaube, ich habe sie letzte Woche Freitag oder so entdeckt bei meinem Ihr-Platz. Da stand noch Nigelnagel neue Aufsteller und da habe ich dann gleich mal zugegriffen. Ja, die Lidschatten fand ich nicht so berauschend, die Palette. Hatte irgendwie den Eindruck, dass da die Farbabgabe so lala ist. Also fasste sich irgendwie alles nicht so an, wie man es von Catrice sonst gewohnt ist, muss ich sagen. Also entweder war der Tester eben Schrott, wobei, wie gesagt, der war total neu. Also ist ja nicht so, dass der da schon 3 Wochen rumstand. Hm. Ja, also hat mich nicht überzeugt. Dieses Puder-Spray-Glitzer-Gedöns-Dingens, wie gesagt, Verpackung ganz toll. Produkt würde ich nicht anfassen oder nicht benutzen. Die Lacke, der rote war noch ganz nett. Da hatte ich noch überlegt, dann gab es einen schwarzen mit Gold, glaube ich auch. Ja, ist halt nichts, was ich jetzt irgendwie unbedingt hätte mitnehmen wollen. Die Lipglosse, das waren diese Duo-Teile auf der einen Seite so mit Farbe und die andere Seite war immer mit entweder, glaube ich, Goldglitzer oder Silberglitzer. Ja, hat mich, wie gesagt, irgendwie nicht aus den Socken gehauen, von daher ist der Rest halt einfach stehen geblieben. Ja, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, eine tolle Woche, wie auch immer, genießt das Wetter, solange die Sonne noch scheint. Und ja, alles gut, bis demnächst. Tschüss!